Verena ist 45 Jahre alt und kommt aus dem Landkreis Passau. Sie leidet schon seit ihrer Jugend an einer Borderline-Störung. Da habe ich schon gemerkt, ich habe Stimmungsschwankungen und ich habe dann auch mich selbst verletzt als Jugendliche. Und meine Mutter hat es irgendwie nicht so ernst genommen. Nur Verenas Erzieherin erkannte, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Eine Borderline-Störung zählt dabei zu den impulsiv instabilen Persönlichkeitsstörungen. Es ist eine Störung der Gefühlskontrolle, des inneren Erlebens. Die Patienten haben sehr starke Affekte und rasch schwankende Stimmungen. Die Lautstärke des Gefühls springt immer sehr schnell an und liegt damit weit oberhalb häufig der Intensität, die andere im Erleben als Norm erleben. Außerdem ist die Stimmung bei den Betroffenen laut den Experten sehr unbeständig. Handlungen werden impulsiv und ohne das Nachdenken an Konsequenzen getätigt. Besonders schwierig sei es aber, überhaupt erst die Diagnose Borderline zu stellen. Es gibt keinen äußerlich messbaren Parameter oder Wert, wo man sagen kann, wie bei Temperatur, ach, ab da ist die Erkrankung erfüllt. Das ist nur im Gespräch zugänglich. Es kommt auf das Interview vom Patienten an. Es kommt darauf an, dass die Schwierigkeiten auch eine lange Zeit anhalten, eben wie gesagt, seit jungem Erwachsenenalter oder Pubertät an, dass es häufig vorkommende Symptome sind, die nicht mal vereinzelt immer wieder im Leben auftreten, sondern der Alltag für den Betroffenen bedeuten, mit allen Schwierigkeiten, die sich daraus ergeben. Denn ein Alltag mit einer Borderline-Störung ist alles andere als einfach. Das weiß auch Verena. Ich habe Schwierigkeiten in Beziehungen. Ich habe Schwierigkeiten mit Freunden. Ich habe Schwierigkeiten mit meinen Eltern. Jetzt Leute, die mich kennen oder mich nicht so genau kennen. Man sieht die Diagnose nicht. Und man meint dann, ich sei gesund oder so. Und ich habe schon alles Mögliche gehört, auch von meinem Vater. Arbeitsfaul und lauter so Sachen. Denn aufgrund ihrer Erkrankung gilt die ehemalige Kinderpflegerin als arbeitsunfähig. Durch Borderline sei vor allem ihre Gefühlswelt durcheinander. Von jetzt auf gleich können sich Verenas Emotionen ändern. Es ist ein Teil meiner Erkrankungen und ich lebe jetzt einfach damit. Also Medikamente halt und auch man muss auch selber was dazu tun, wenn die Spannung höher wird, dass man sich da ablenkt oder rausgeht oder Kontakt mit jemandem aufnimmt oder so. Erst vor gut 4 Jahren erhielt die Niederbayerin die ärztliche Diagnose Borderline. Ihr gingen einige Klinikaufenthalte und die unterschiedlichsten Befunde voraus. Wenn man die Diagnose bekommt, dann hat man vorher schon einiges hinter sich, sagen wir es mal so. Und ich habe selber eine Freundin mit Borderline und da ist Verständnis halt da. Und das kann nur jemand verstehen, der wirklich in der Situation ist oder Angehörige, bitte ich wirklich mal, sich da reinzulesen, was das eigentlich bedeutet, dass das nicht eben mal so kleiner Tick oder was ist, sondern dass es eine ernsthafte Erkrankung ist, die aus vorherigen Gegebenheiten sich entwickelt hat. Dem Psychiater Dr. Klaus Schäffer zufolge können prägende Ereignisse in der frühen Kindheit oder auch genetische Faktoren eine Borderline-Störung auslösen, so auch bei Verena. Ich vermute mal, dass das erblich bedingt ist, weil meine leibliche Mutter hat schon im Mutterleib, also mich mit Alkohol versorgt, sagen wir es mal so, die war Alkoholikerin oder ist es immer noch, ich habe keinen Kontakt mehr. Ja, meine Oma hat sich erhängt. Auch Misshandlungen musste die 45-Jährige in ihrer Kindheit durchmachen. Außerdem kennzeichnen eine posttraumatische Belastungsstörung und eine rezidivierende, also wiederkehrende Depression das Leben der Niederbayerin. Diese Begleiterkrankungen sind keine Ausnahme bei Borderline. Die Erkrankung selbst ist nicht heilbar. Borderline-Störungen sind der einzige Typus bei Persönlichkeitsstörungen, wo man aber doch auch eine Veränderung über den Lebensablauf beschreiben kann. Da ist der Schwerpunkt der Störungen und der Krisen doch in der Jugendzeit, jungen Erwachsenenzeit. Häufig ist man mit 40 oder 50 dann wesentlich gelassener. Doch mit verschiedenen Hilfsangeboten lässt sich mit der Krankheit leben. So zählt laut dem Experten vor allem die Psychotherapie zu einer der wichtigsten Stützen.
Verena helfen sogenannte Skills im Umgang mit Borderline. Sie unterstützen sie in Momenten, in denen die eigenen Gefühle kaum kontrollierbar scheinen. Bei Verena ist das zum Beispiel Musik hören, lesen und auch ihre Meerschweinchen Hubert und Staller helfen ihr im Alltag. Am meisten fehlt der Niederbayerin jedoch die Aufklärung über ihre Persönlichkeitsstörung. Ich finde es super gut, dass ihr das macht, dass das mal ans Licht kommt. Das ist okay, früher war es schlimmer mit den psychiatrischen Erkrankungen, da hat man es gar nicht akzeptiert. Jetzt sieht man doch, dass es langsam akzeptiert wird, einige Sachen akzeptiert werden. Und ich finde es total gut, dass da jetzt mal das aufgeklärt wird allgemein über verschiedene Diagnosen und so, dass es wirklich eine Erkrankung ist und nicht, weil man keine Lust hat, weil man faul ist oder wie auch immer. Laut eigener Aussage befindet sich Verena zunehmend auf dem Weg der Besserung. Vor 2 Jahren hat sie sich zuletzt selbst verletzt. Nach einem langen Kampf hat es die 45-Jährige geschafft, ihre Krankheit zu akzeptieren und anzunehmen. Das würde sie sich auch von der Bevölkerung wünschen. TV Bayern Live zeigt Ihnen Bayern von seinen schönsten Seiten. Immer samstags 17.45 Uhr auf RTL Bayern und sonntags auf allen 14 bayerischen Regionalsendern. Und im Anschluss in den sozialen Netzwerken und auf TV Now.